Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lischia Online. Zum Glück geht jetzt wieder alles. Ich hatte ja gestern Abend noch einen Post gemacht auf Facebook. Der eine oder andere hat ihn vielleicht gesehen, dass ich jedes Mal, wenn ich hier in den Optionen auf Full Windowed gegangen bin, ich jedes Mal einen Disconnect vom Server hatte. Falls ihr das Problem auch mal habt, versucht es einfach mal mit einer Neuinstallation. So konnte ich das Problem jetzt zum Glück lösen. PC neu starten hatte ich zuerst versucht, das hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, mit einer Neuinstallation des Spiels und des Launchers funktioniert es jetzt wieder. So, wir gehen wieder auf Race. Es steht ja wieder ein Speed-Practice-Rennen an. Change Course. Und was machen wir heute? Wir machen wieder eine Advanced-Strecke. Die ist wirklich diesmal fast komplett anders, als es normalerweise wäre. Und zwar, oh Gott, Sylph Slope, eins von beiden muss ich nochmal üben. Sylph Slope konnte ich, glaube ich. Und Sylph Hill war das, wo ich nochmal drüber schauen muss. Ich kann mir das nicht merken. Ja, Sylph Slope, das weiß ich, wo ich her muss. Joseph Forest auch, aber Sylph Hill nicht. Da muss ich nochmal schauen. Aber heute steht erstmal Fields auf dem Plan. Und da ist wirklich von Anfang an die Strecke quasi ganz anders. Also wir reiten wirklich einen komplett anderen Weg. Das hängt gleich schon damit an, dass wir uns links halten, wenn wir von dieser Klippe springen. Denn da müssen wir links bleiben, ansonsten haben wir den Weg direkt verpasst in Alternativen. So, ich halte mich hier links und ich werde trotzdem versuchen, ein Hufeisen mitzunehmen. Das ist gut, dass das schon mal funktioniert hat. Und jetzt boosten wir direkt mal eine Runde. Genau, und jetzt sind wir nämlich oberhalb der anderen Strecke. Und jetzt sind auch jede Menge Hindernisse und Hufeisen haben wir hier auch. Da ist auch ein goldenes, das nimmt aber meistens schon ein NPC mit, leider. So, dann geht's hier runter. Jetzt geht's über eine Brücke, wir kreuzen komplett die Strecke. Ja, wir sind ganz gut dabei bislang. Und jetzt kommen wir wieder langsam dahin, wo wir auch normalerweise unterwegs sind. Da links könnte man hoch und dann nach rechts weiter. Ich habe aber noch nicht rausgefunden. Da habe ich halt den Sprung verpasst, aber bevor ich ihn versaue, lasse ich ihn lieber komplett aus. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob das einem irgendwas bringt, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es einem was bringt. Ich habe da noch nichts irgendwie, ja, erkennen können. Hier hätte ich vielleicht den einen Sprung auch noch mitnehmen müssen. Gut, macht jetzt nichts. Jetzt haben wir es voll, einen Slide reingepackt. Ach guck, jetzt muss ich hier wieder mal wieder schauen, dass ich mich an die Federn halte. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. So, das goldene Hufeisen, da nehmen wir mit. Ich schaue mal, dass ich hier ein bisschen hinterher speede. Ah, da habe ich leider... Ja, jetzt ist das Golden Hufeisen da auch schon wieder weg. Das ist leider relativ... Ah, jetzt habe ich hier auch noch einen Sprung ausgelassen. Ist leider relativ selten, dass man das bekommt. Muss ich leider sagen. Wenn man da nicht an erster Stelle ist, dann ist es relativ unmöglich. Weil meistens bekommen das die NPCs vor einem. Ich wüsste jetzt nicht, wie gut ich wäre, wenn ich jetzt mein schnelleres Pferd hätte. Vielleicht wäre ich dann so weit, dass ich ein bisschen eher da wäre, schneller als die anderen. Ja, den Vierer-Bonus habe ich bekommen. Aber ich werde es nicht mehr schaffen, mich auf den ersten zu schieben. Jetzt habe ich hier noch einen Sprung versaut. Egal. Der zweite Platz ist es geworden. Ich denke, damit kann ich hier absolut zufrieden sein. Ja, und euch habe ich jetzt mal gezeigt, wo denn die alternative Route hier in Fiob Fields lang geht. Die lohnt sich durchaus, würde ich sagen. Andi mal wieder Time Over. Hier, wir haben Andi doch nur durchgeschleift, ja? Der macht überhaupt nichts. Nietzsche. Okay. Oh, oh, oh. Ich kann mir fast das Outfit leisten. Das ist doch mal cool. Okay. Das war es dann auch schon wieder von hier. Was ich nochmal erwähnen wollte. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, Fragen habt, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes, dann könnt ihr, wenn ihr Facebook habt, gerne mal auf der Seite Lischia Online Deutsch vorbeischauen. Das ist eine deutschsprachige Community, wo jede Menge eurer Fragen beantwortet werden können. Hatte mich jetzt meine ehemalige Gildenleiterin von Temptress, die Jessie, nochmal darauf angesprochen, dass ich das nochmal erwähnen kann, weil auf der englischen, auf der offiziellen Lischia Online Seite recht häufig Fragen kommen. Und auf der deutschen Seite kann einem dann meistens sogar ein bisschen schneller geholfen werden. Und falls ihr euch mal so generell über das Spiel informieren wollt, da ist auch was zu Challenges und alles Mögliche steht da drauf. Auch Installationstipps, wenn es mal irgendwo hakt. Dann könnt ihr auch noch schauen, das ist
Elisha Weebly. Ich weiß gerade die Adresse nicht mehr ganz genau. Aber die ist auch in der Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr auch da nochmal vorbeischauen. Denn auf diesen beiden Seiten erfahrt ihr oft mehr, als ich euch helfen kann. Auch wenn ich euch auch so weit gerne helfe, wie ich nur kann. Also Lieben, das war's dann für heute. Morgen schauen wir uns dann Sylph Slope an. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!